schon von Ibrahim a.s. aufgerichtet worden, aufgebaut worden. Es war bekannt, das hat sich fortgeführt, dass das etwas mit einem lebendigen Gott zu tun hat. Aber wie wir Menschen so neigen, wir wollen immer etwas Anfassbares haben. Nach irgendwelchen Generationen, wenn ich ein Prophet auftaucht, dann sind wir nicht mehr mit diesem unsichtbaren Gott zufrieden, sondern wir wollen einen Gott haben, mit dem wir was anfangen können. Unser eigener gebastelter Gott. Also was machen wir? Wir bauen uns unsere Götzen selber. Der Name Allah subhanallah, also der Schöpfergott Allah, der war schon einigen Arabern bekannt. Was heute vorgeworfen wird, das sind ganz schlaue, kann man heute hören, die sagen, Allah ist einer von den 360 Götzen gewesen in der Kaaba. Warum sagen sie das? Weil sie sagen, Allah war bekannt. Aber wie schwachsinnig manche Leute denken und sein können. Sie können sich nicht vorstellen, dass Allah als Schöpfergott bekannt ist, aber man neben Allah noch andere Götzen hatte. Ist scheinbar für manche Leute nicht verständlich. Sie können sich das nicht vorstellen. Allah subhanallah war bekannt bei einigen. Der Koran erwähnt sie auch mit den Hanifiten. Die den Weg von Ibrahim a.s. gegangen sind. Diese haben den einen Gott verehrt, also Allah subhanallah verehrt, aber ein klares Bild hatten sie nicht mehr. Denn von Ibrahim a.s. bis Mohammed a.s. ist sehr viel Zeit vergangen. Wie viele Jahrhunderte, keine Ahnung, oder Jahrtausende dazwischen gewesen sein mögen. Aber es hat sich eins, ja, dieses Haus ist von einem gebaut worden, der einen Gott verehrt hat. Und darum hat man das als zentralen Ort genommen, seine Götzen dort auch reinzustellen. Quasi unter den Schutz. Wir haben doch heute, wenn wir heute die Christen nehmen, die dienen uns immer als gutes Beispiel. Wenn wir heute die Christen nehmen, sie sagen auch, es gibt diesen Schöpfergott, sie sagen, es gibt Jesus, trotzdem verehren sie noch andere Sachen. Obwohl sie wissen, sie haben nichts Göttliches, aber sie schreiben dir etwas zu. Nehmen wir diese Skulpturen, Bilder, ihre früheren Mönche oder Bischöfe, wie auch immer. Sie werden verehrt von denen. Man geht hin und bittet sie um etwas. Normalerweise, wenn man diesen Christen fragen würde, glaubst du wirklich, dass diesen Bischof, den du jetzt in dieser Kirche anbetest, dass der dir was bringt, wenn jetzt mal wirklich nachdenken würde oder sagen nein. Wenn man ihn fragt, warum betest du denn an, warum bittest du denn Hilfe, kann er nichts sagen. Ne? Er war halt ein guter Mensch. Er stand Allah wohl sehr nahe. So würden sie vielleicht antworten. Also sie betreiben ja heute auch noch ihren Götzenkult, haben es in der Kirche drinnen. Wenn du die Figuren anschaust, da stehen irgendwelche Figuren drinnen, das waren alles mal Persönlichkeiten. Die haben irgendwann mal gelebt, sie haben sich einen Namen erarbeitet und werden heute verehrt von der Christenheit. Und damals, die Araber waren wohl nicht viel anders. Sie haben sich gesagt, dieses Haus ist ein Gotteshaus, also die Kaaba. Da stellen wir unsere Götzen rein, da wird der Segen wohl noch besser sein. Und nicht wenige von diesen Götzenanbeter, die haben gesagt, den Gott, was ich da reinstelle, soll ein Vermittler sein zu diesem lebendigen Gott, den wir nicht sehen. Aber sie haben sich aus diesem lebendigen Gott nichts draus gemacht. Sie haben sich darüber nachgedacht, was habe ich mir vorzustellen? Ist halt nun mal schwer, ne? Ist es schwer, wir sollen uns einen Gott vorstellen, den wir nicht sehen. Wir sollen uns einen Gott vorstellen, den wir nicht hören. Es ist schwer für uns. Auch für uns Muslime ist es schwer, Allah festzuhalten. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank sehr viel Sachverhalt über Allah subhanallah. Was ist, dass wir mit dem leben können? Er ist unsichtbar, für uns nicht greifbar, aber er ist der Schöpfer. Weil uns Mohammed s.a.w. sehr viel übermittelt hat. Aber damals gab es eben keine. Die haben über Allah nichts übermittelt. Die haben nicht gesagt, diese Lebendige ist unabhängig von all dem. Darum sind sie dahergekommen, haben sich ihr eigenes Gott gemacht. Ja, es gibt einen, aber weil wir nicht sehen können, vielleicht ist irgendwo in der Mond oder sonst weit weg, wir können nichts anfangen. Was machen wir? Wir machen uns zu unseren Götzen, stellen ihn da hinein und der wird dann Kontakt aufnehmen irgendwo hin. Wie auch immer. Diese Vorstellung, die war halt damals sehr vertreten. Aber wenn wir heute die Leute nehmen, es ist nicht von irgendwo weit hergeholt, was sich da erzählt, sondern wenn wir heute anschauen, wenn heute zum Beispiel irgendjemand stirbt in der Familie, sie stellen ein Bild auf, stellen Kerzen auf und sonstiges, sie quatschen mit dem Bild. Kann jetzt das Bild mit den Toten Kontakt aufnehmen? Nein. Aber sie denken es sich dann. Ja, weil ich ihn sehe, weil ich ein Bild von mir habe und weil die schöne Kerze noch leuchtet, dann hört er mich wohl. Aber wenn das Bild wohl nicht das und die Kerze nicht das, hört er mich wohl nicht. Wenn er mich hört, dann hört er mich auch ohne dem Bild. Und wenn er mich nicht hört, dann nützt das Bild auch nichts. Also diese Sachen ist nicht irgendwo weit hergeholt, dass die Leute ihre Götzen reingestellt haben, dass sie Verbindung zu Allah aufnehmen sollen. Die waren halt so kleingläubig und das finden wir heute noch. Wir haben genug, die sich Christen nennen, die eigentlich einen starken Götzenkult betreiben,
die entweder ihre Toten verehren, mit ihnen sprechen wollen als Hilfsmittel, die irgendwelche Heilige verehren, und im Christentum gibt es genug Heilige, wie der heilige Thomas zum Beispiel, es gibt also genug solche der Art Bezeichnung, und solche gibt es genug, und das ist eigentlich, wenn man es richtig betrachten, ist das reinste Schirk, Götzenkult, dass ich irgendetwas verehre, was nicht zu verehren ist. So, wir belassen das für heute.